Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hier mache ich gerade Brownies. Ja, so fertig Brownies einfach nur ganz schnell. Ich esse richtig gerne Drachenfrucht und ihr? Oh, ich liebe Drachenfrucht. Und da ist Luna und unser Ofen brennt. Wundervoll und schön. Ich finde das Bild immer voll schön. Und da ist Luni. Wir sind jetzt gerade Gassi. Und ja, wir sind nicht zu Hause. Wir sind zwar in Karlsruhe, aber an einem anderen Eckchen. Und ja, ist ganz schön hier. Luna kann. Und Luna, die neuen Gerüche und alles. Es ist sehr. Ja, wie soll man sagen? Luna! Und hier, hier haben wir schon ein paar Hunde getroffen. Also hier sind echt viele. Aber irgendwie, Luna ist überhaupt nicht kontaktfreudig, muss ich einfach so sagen. Luna! Und ich muss sagen, heute ist sie eh ein bisschen komisch. Also einerseits gefällt sie wirklich gut. Ich kann einem Hund vorbeilaufen, frei. Also es ist wirklich total angenehm. Sie rennt nicht irgendwo hin. Also es ist nicht so, dass sie vorher wegrannte, aber sie, wenn sie den Hund gesehen hat, war sie meistens bei dem Hund, wenn er nicht weit genug weg war. Und ja, also das ist gar nicht. Und bis vorhin hat sie sich, auch wenn der Rabe vor ihr war, nicht mal für den Raben interessiert. Ich will auch nicht sagen, dass sie den gejagt hat, aber früher war sie dem hinterhergelaufen ein bisschen. So 2, 3 Meter. Und bis gerade vorhin hat sie auch noch nicht gezogen. Sie ist die ganze Zeit so richtig schön und locker, so wie jetzt, bei mir gelaufen. Und ja, sie ist heute etwas ruhiger, das ist auch ein bisschen neu, muss ich so sagen. Sie ist sogar sehr ruhig heute und ja, das wundert mich ein bisschen. Finde ich aber einerseits auch gut, einerseits auch nicht so gut. Also das mit der Kontaktfreudigkeit mit anderen Hunden, also das will ich auf jeden Fall beibehalten. Allgemein kann sie schon etwas ruhiger werden, aber das, was sie jetzt ist, ist mir sogar ein bisschen zu ruhig. Ja, sie ist auch so allgemein voll total ruhig, was mir einerseits auch gar nicht so schlecht gefällt. Also, dass sie so schön bei mir bleibt und wirklich auf alles hört, auf Steh und, und sie läuft so schön an der Leine. Ich muss das unbedingt filmen, weil das ist nicht immer so. Aber ihr kennt ja auch schon die andere Seite von Luna. Der aufmöpfige Hund hier. Luna, bist du ein aufmöpfiger Hund? Sie ist ein sehr aufmöpfiger Hund. Und sehr aufdringend. Aber sie mag es nicht so gerne, wenn man ihr Po schnüffelt. Was aber eigentlich eine Hundesprache ist. Aber ja, das mag sie nicht so gerne. Und sie. Also doch, es gefällt mir schon gut. Und diese Aufnahme muss ich auch ohne Witz meinen Eltern sagen. Weil wirklich, die läuft nie so gut. Oder sehr selten, nur wenn ich mit ihr alleine laufe. Und wenn meine Eltern mitlaufen, ist das ein totales Chaos. Und ich habe das auch schon mal gefilmt, wenn sie so total austickt. Ja, ich glaube, das ist das Informationsvideo, das drin ist. Das probiere ich mal in der Infobox zu verlinken. Und boah, unten in der Infobox, weil die obere Infobox habe ich. Oh, sie war gerade ein bisschen weit vorne und hat sich dann wieder eingereiht. Die habe ich ja nicht, weil die gibt es ja nur am Computer und ja, das mache ich halt nicht.
ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich verabschiede mich hiermit. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ein Abo natürlich auch, darüber würde ich mich dreimal freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.